Ja. Bei ihm können wir erst einmal, was das Wichtigste ist, um Vergebung bitten. Also wenn wir aus Versehen mal einen NPC hauen, dann könnte der stinkig aus uns werden und uns angreifen. Und wenn wir um Vergebung bitten, also einen Haufen Seelen bei ihm abblättern lassen, dann werden die NPCs wieder normal, wenn wir sie nicht gerade töten. Also NPCs wiederbeleben kann er nicht, er kann nur dafür sorgen, dass sie nicht mehr stinkig werden. Wir können bei ihm unseren Eid widerrufen, das mache ich jetzt auch mal, weil den Eid brauche ich nicht mehr unbedingt. Den habe ich nur gebraucht eigentlich, um die Heilung vom Klerikoten zu bekommen. Wenn man einen Eid nicht auf diese Weise widerruft, sondern auch, einfach einen neuen Eid eingeht und den alten bricht, kriegt man auch eine Sünde rein, was im Online-Spiel ein bisschen blöd ist. Und bei ihm kann man auch Gegenstände kaufen, darunter der Läuterungsstein. Davon kaufe ich einen einzigen, der ist nämlich später wichtig. Oder es ist besser gesagt wichtig, einen dabei zu haben. Bei ihm kann man auch einen Talisman kaufen, aber der ist nicht so toll. Ein Medium zu wirken, göttlicher Wunder. Dieser Talisman in Form eines schwarzen Haarbüschels gehört Velka, der Sündengöttin. Er wirkt Wunder nicht durch die Kraft des Glaubens, sondern der Intelligenz. Also, wenn man eigentlich einen Magiercharakter spielt, der hohe Intelligenz hat und Wunder wirken will, ist dieser Talisman zu empfehlen. Und bei ihm kann man so Blutbiss- und Giftbissringe kaufen, also erhöht Blutungsresistenz und Giftresistenz. Nicht so wichtig. Aber der Text dazu ist wichtig. Einer der berühmten Bissringe, die von Sir Astor von Karim im Auftrag gegeben werden. Trotz der grausamen Geschichte um seine Entstehung ist dieser Ring ein wertvolles Mittel zum Schutz vor Blutungen. Also ja, man kann schon mal davon ausgehen, dass Karim kein schöner Ort ist. Also wir haben jetzt hier einmal Oswald aus Karim und Lautrek aus Karim, den goldenen Ritter. Und beide sind ein bisschen komisch in der Birne. Davon kann man schon mal ausgehen, dass Karim entweder so eine Art Vatikanstadt ist. Obwohl das eigentlich eher Torolund sein sollte. Weil Torolund die Heimat der Weißen Kirche ist, zu der wir gerade noch gehörten. Und zu der Petrus, also der Kleriker unten, gehört. Also glaube ich eher, dass Karim sowas ist wie die dunkle Version des Vatikans. Also inquisitionsmäßig. Deswegen möchte ich nicht unbedingt einen Ausflug nach Karim unternehmen, was wir dem Spiel sowieso nicht können. Aber wir haben jetzt jede Menge Seelen. Und mit den Seelen will ich ein weiteres Storyfetzen ankratzen. Dazu nehmen wir erst einmal den Aufzug nach unten wieder. Genau den hier. Dumm, die dumm, die dumm. So. Wieder zurück zum Feuerbandschrein und reden dort mit Petrus von Torolund. Das ist er hier, also unser Kleriker. Oh, hello. Miracles, I presume? Yeah. Genau, mit ihm wollen wir jetzt erstmal reden. My companions are Milady and her young knights. She is young, but burdened by an undead mission. We are her defenses, to keep her from harm. Genau, also er wartet auf seine Lady und die Bodyguards von ihr. Die müssten demnächst auch mal auftauchen. Aber er hat, wie auch gesagt, sie sind auf einer untoten Mission und über die wollen wir mal mehr erfahren. An undead mission? Regrettably, I cannot share that with you. But you are my pupil. Perhaps if you show your faith. Genau, mit, oh, ist sogar ziemlich billig, nur 1700 Seelen. Ja. Very well. I can surely tell you, of all people, undead clerics are given a mission to seek kindling. Kindling is the art of feeding bonfires with humanity. Through kindling, we shall one day be granted magnificent powers. Ja.
Wie er gerade gesagt hat, also das können wir bereits entfachen, aber halt nur eine Stufe höher, also dass wir 10 Flakone benutzen können. Wenn wir mehr wollen, müssen wir erst die Kunst des Erfachens die Kunst des Entfachens lernen. Und wie er gesagt hat, sie sind auf der Mission, diese Kunst zu finden. Was hat er noch mehr zu sagen? I can surely tell you, of all people, undead clerics are given a mission to seek kindling. Kindling is the up ja. Kindling. Das hat uns bereits gesagt. Sagt uns noch mehr? Nein. Okay. Come again. The effective. Ja, den Rest kennen wir. So, er hatte uns was Neues, hat uns jetzt diese Sache berichtet. Aber es gibt noch jemand, der uns was zu sagen hat hier. Den wir besuchen sollten. Nämlich ihn hier. Why, what a surprise. I didn't expect you to make it. Oh, somebody rang the bell. Wait, was it you? You never give up, do you? I don't know how you do it. Well, don't stop now. Only one more. But it's going to be suicide. Genau, nämlich die unten in der Schandstadt. Die da unten in der Kloake ist. Don't you ever think to forge your weapons? You'd better find a smith box soon, unless you enjoy swinging about with blunt instruments. Ja, und er weist uns nochmal darauf hin, dass wir einen Schmied finden sollten. What's wrong? Get a bit of a scare out there? No problem. Have a seat and get comfortable. We'll both be hollow before you know it. Yup. Also, ich will nicht unbedingt zur Hülle werden und das werden wir auch größtenteils vermeiden können. Well, what are you going to do? I've already decided. I don't really care. I'm simply crestfallen. Ja, er ist crestfallen, also er ist auf seiner Mission gescheitert eigentlich. Also er ist nicht nur mutlos und seine Mission ist eigentlich dieselbe wie unsere. Die Glocken läuten und das Schicksal der Untoten erfahren. How did that silly sorcerer's apprentice end up? You know, the one always prattling on about Master Logan. He left for the undead burg, but never came back. Serves him right. If even old Big Hat can't make it out there, what chance does he have? I hope he enjoys his new life as a hollow. Ja, jetzt hat er uns noch einen Hinweis gegeben, nämlich auf zwei NPCs. Einmal Big Head Logan, also auf Deutsch Spitzhut Logan, obwohl Riesenhut Logan richtig übersetzt wäre. Und er hat einen riesigen Hut. Und sein Magierlehrling. Beide sind in die untote Stadt aufgebrochen, so wie wir da oben, diese untote Stadt. Und beide sind nicht mehr zurückgekehrt. Also werden wir beide vielleicht dort oben finden. In den anderen Winkeln, die wir noch nicht untersucht haben. Und er hat mir nichts mehr zu sagen. Deswegen geht es jetzt erst einmal wieder den Fahrstuhl hoch. Denn bevor wir, wie gesagt, uns aufmachen in Richtung zweite Glocke, haben wir Vorbereitungen zu treffen. Und die erste Vorbereitung, die ich gerne treffen würde, ist meine Claymore noch ein bisschen zu verbessern. Das werden wir nämlich brauchen, um uns einen bestimmten Gegenstand zu besorgen, den wir unbedingt haben sollten. So, einmal hoch bitte. Hier müsste jetzt... Ach, hier ist nichts respawned. Weil manchmal respawnen die Gegner hier, wenn man die Brücke, den Fahrstuhl benutzt und zum Feuerbandschrein geht. Aber ich glaube, das passiert nur dann, wenn der Feuerbandschrein neu geladen wird. Also zum Beispiel, nachdem man Goldi befreit hat, taucht Goldi da auf einmal auf. Aber so. Gut. Wir haben genügend Seelen, die ich auch gerne ein bisschen verprassen möchte. Also erst einmal will ich ein bisschen Stufen aufsteigen.
einmal Vitalität, einmal Intelligenz und einmal Beweglichkeit. So. Den Rest bewahren wir uns auf für Splitter und fürs Schmieden. Damit unser Claymore ein bisschen an Stärke gewinnt. Ja. Ich möchte etwas geschmiedet haben. Und zwar möchte ich Waffe verstärken, das Claymore, was etwas teurer ist, als das Langschwert zu verstärken. Und zwar zweimal. Und jetzt kaufen wir uns noch Splitter bei ihm. Ich grinde die jetzt mal nicht. Jedenfalls nicht hier. 4 Splitter. Und verstärken damit das Claymore noch weiter. So. Ja. Niemand möchte, dass ich zur Hülle werde. Das ist klar. Jetzt macht mein Claymore noch nicht mehr Schaden als das Drachenschwert, leider. Es macht nämlich immer noch nur 178 Schaden. Aber das kommt noch alles. Ich nehme trotzdem mal das Claymore. Nein, ich nehme das Claymore nicht. Ich nehme das gerade Drachenschwert immer noch. Jetzt kommt nämlich erst einmal eine Stelle, die etwas heftig sein dürfte, nämlich dieser Freund hier. Den ignorieren wir erst einmal. Wir rennen nur an ihm vorbei. Au. Ah. Auch wenn das Selbstmord ist. Ein Trank trinken, nachdem wir an ihm vorbei sind. Diese Jungs, da nennt man übrigens Titanit-Dämonen. Warum, erfahrt ihr später, wenn ich es mal wagen sollte, ihn zu töten. Und das hier sind Buschmenschen. So. Erster weg. Es gibt noch einen hier. Der müsste jetzt gleich kommen. Wir sind nämlich jetzt im Finsterwurzgarten, wobei Finsterwurzwald besser passt. Ups. Au, da bin ich aus Versehen auf Kuh gekommen. Gut. Bist du tot? Ja, bist du. Bin ich aus Versehen auf die Q-Taste gekommen und habe noch einen Flakon getrunken, war. So, wir wollen nämlich hier herunter ins sogenannte Finsterwurzbecken. Das sieht man da unten schon. Das soll so eine Anspielung auf Loch Ness sein. So. Ich heile mich mal kurz. Gut. Und geh weiter. Das, was ihr da vor mir seht, ist ein sogenannter sogenannte Kristallechse. Die Jungs sind friedlich und ich finde sie zu putzig, um sie zu töten. Also normalerweise töte ich in dem Spiel absolut nichts, was mir nicht böse gesinnt ist. So. Im Finsterwurzbecken gibt es einige Sachen, die wir wollen. Also erst einmal hier unten. Ups. Gibt es eine Lederrüstung, aber vor allem den Langbogen, den ich gerne hätte. So, und jetzt müssen wir hier runterspringen. Au, das tut noch mal weh. Und müssen hier erstmal entlang. Und zwar zu unserer nächsten Herausforderung. Nämlich, hier müsste der dritte schwarze Ritter auf uns lauern. Genau. Der uns hoffentlich dieses Mal nicht so veralbert wie der letzte. Nein, er kommt angerannt. Und wie man sehen kann, er trägt eine Helebarde, oder besser gesagt, eine Glefe. Ups. Diese Sorte von schwarzer Ritter ist eigentlich die schwächste, wenn man es so haben will. Aber man muss trotzdem gegen sie aufpassen. Deswegen mache ich jetzt hier einen vorsichtigen Kampf mit ihm und tänzel immer um ihn rum.
Ich würde ja gerne backstabben, aber das ist mir zu gefährlich. Wie ihr sehen könnt, sind nämlich seine Angriffe nicht von schlechten Eltern. Au. Vor allem, wenn er uns mal trifft.